Die wenigsten von euch wissen, wie so eine Parodie entsteht, wenn ich mit anderen zusammenarbeite. Denn das läuft ganz anders ab, als ihr vielleicht gedacht habt. Wenn so wie in diesem Video hier eine Parodie zwischen der lieben Dabnelli und mir entsteht, schicke ich ihr nämlich eine Vorlage. Das bedeutet, ich suche mir einen Charakter, den ich gern sprechen möchte, von dem Video aus und spreche bereits alle Parts, die dieser Charakter im Video spricht, von Anfang bis Ende des Videos ein, ohne zu wissen, was mein Gegenüber mir sagen bzw. antworten würde. Dabei entsteht also schon mal das Thema, um was es in dem Video gehen soll, so grob. Ja, und wenn ich das dann fertig habe, schicke ich das der Dabnelli rüber und somit erfährt sie das erste Mal auf lustige Art und Weise, um was es gehen wird im Video und wird dadurch auch überrascht, denn viele dachten, wir sitzen zusammen und schreiben Skripte, aber nein. Hören wir doch einmal kurz rein. Ich versuche es, Rosenrot. Ja, ist das etwa? Kannst du ein bisschen fester zudrücken? Hast du nicht noch eine Bifi einstecken? Ja. Gehen selbst auf Jagd. Stopp! Ich möchte ja nicht zu viel verraten. Dabnelli hat jetzt also diese Vorlage von mir zugeschickt bekommen, wurde dadurch überrascht und fängt jetzt an, auf mein Gesprochenes zu antworten sozusagen. Sie denkt sich jetzt aus, was könnte der Gegenpart auf meins wiedergeben. Irgendwie verrückt, oder? Wenn ich mit Dabnelli Videos mache, übernimmt sie meistens die Bearbeitung. Machen wir uns nichts vor, Dabnelli. Du bist einfach die Bessere im Sound. Das heißt also, sie spricht ihren Charakter ein, bearbeitet das Video mit allen Sounds, die dazugehören, passt unsere Stimmen klanglich an, von der Lautstärke her und so weiter. Und dann bekomme ich das Endergebnis wieder zurückgeschickt und werde dann auch überrascht. Hier mal ein kurzer Ausschnitt, wie das dann aussehen könnte. Wie ihr seht, haben wir also selber auch unsere Freude daran. Und mit dieser Methode wird jeder von uns überrascht.